Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos mit einem neuen Let's Play namens Goliath. Ich freue mich da schon tierisch drauf. Es ist mal ein bisschen was anderes. Und ich habe schon kurz mal reingeschaut, aber wir beginnen natürlich ein neues Spiel. Na, lieber Ladebalken, möchtest du auch weitergehen? Das ist der Vorführeffekt, dann dauert es immer gern länger. Ah, jetzt geht's. Ja, und das sehen wir schon unseren Charakter. Und zwar sind wir dieser kleine Mann hier. Und ihr habt ja gesehen gehabt, wie es denn mit dem Flugzeug abgestürzt und haben es überlebt. Hier sind noch, hier seht ihr noch das kaputte Flugzeug, in das wir reinlaufen können. Mhm. Ja, und wir sind hier auf dieser Insel gelandet. Hier unten haben wir immer eine Map. Da können wir natürlich sehen, wo wir uns gerade befinden. Hier haben wir dann immer wieder Aufgaben und auch hier links oben. Ja, und unsere erste Aufgabe ist es erstmal Bäume zu fällen, um daher Holz zu bekommen. Und das werden wir auch gleich tun. Perfekt. Wir nehmen gleich alles mit. So, die nächste Aufgabe ist Bären sammeln. Und ja, ihr seht schon, hier gibt es auch Büsche. Wir können auch mal einen Busch mitnehmen. Daher bekommen wir dann Äste oder Zweige, so. Nehmen wir gleich alles. Ja, huch, da haben wir so ein paar Bäume wohl umgenietet durch den Flug. Wir drehen mal kurz die Sicht. Hier sehen wir noch den Propeller. Wir müssen ein bisschen Acht geben. Ich weiß nämlich, dass diese Viecher es nicht gut mit uns meinen, weil sie natürlich ihre Kinder, kann man Kinder sagen? Ja, ihr Nachwuchs beschützen wollen. Aber hier haben wir jetzt gerade schon eine Beere, was natürlich sehr gut ist. Und hier war doch jetzt auch noch eine, genau. So, zwei Beeren haben wir schon mal. Wir brauchen aber insgesamt 5 Stück. Da hinten ist wieder so ein Vogelfiech. Ich drehe nochmal die Kamera so ein bisschen. Die. Ah, seht ihr? Und jetzt greift es uns an. Oh ja, ist das nicht schön? Och ja, jetzt haben wir gleich 2. Aber hier ist eine sichere Zone, was echt ganz angenehm ist. Das heißt, die können hier nicht rein. Und die hören dann auch auf, uns zu verfolgen. Da können wir quasi immer wieder rein, um in Sicherheit zu sein. Und hier sind auch ganz viele Bären. Die nehmen wir natürlich auch gleich alle mit. Wenn wir schon mal da sind, ne? Dann nehmen wir die auch mit. Und was bist du hier? Kann ich mit dir auch was machen? Nein. Okay. Jetzt ist die Aufgabe, uns ein Lager aufzubauen in der Nähe von dem Flugzeug. Oder von den Flugzeugteilen, eher gesagt. Ja,
nehme mir einfach mal einen Pilz mit. Ich habe keine Ahnung, für was wir alles brauchen, aber okay. Das ist ein Vogelfiech. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat der mich auch wieder auf dem Kicker. Ach nee. Puh. Jetzt haben sie mich nicht mehr verfolgt. Die Hasen tun mir zum Glück nichts. Jetzt ist nur die Frage, wo wir unser Lager aufbauen. Ich denke, hier ist eigentlich ganz cool, oder? Denke ich. Wenn wir es hier hinbauen. Da müssen wir nämlich hier hinklicken und dann baut er uns ein Zelt mit einer Feuerstelle. Und an dieser Feuerstelle können wir auch Dinge verbrennen. Und das sollen wir jetzt auch tun, und zwar Holzscheite oder Zweige ins Lagerfeuer werfen, um Kohle zu erhalten. Und das machen wir auch, und wir nehmen unser Holz. Nein, wir nehmen Zweige. So, und da bekommen wir auch Kohle. Ich lasse jetzt einfach mal fünf. Ja, ich stelle fünf Kohle her. Ich denke, das reicht für den Anfang. Okay. Fünf Kohle haben wir. Schließen. Stellen Sie eine Heilsalbe her. Ich weiß, dass wir dafür ins Zelt müssen. Hier können wir verschiedene Gegenstände dann herstellen mit der Zeit. Je nachdem, was wir natürlich gesammelt haben. Wir brauchen verschiedene Teile. Und das dauert natürlich seine Zeit. Und ich liebe solche Spiele. Ja, Handwerken. Wir stellen eine Heilsalbe her. Und weil es so schön ist, machen wir gleich zwei. So. Ah, da ruft uns gerade jemand an. Am Flugzeug. Oh, ich wollte gar nicht schießen. Das war aus Versehen. Ich wollte niemanden töten. Jemand dort? Was? Ein Radio? Könnte es nach diesem Absturz immer noch funktionstüchtig sein? Und wer könnte mich jetzt anrufen? Oh, mein Kopf. Hallo, hallo? Hören Sie mich? Dieses Gromov. Gromov, Gromov. Sie haben es geschafft, Kumpel. Ich dachte, wir wären eine Schlagertruppe. Wo sind Sie? Nun, ich bin direkt beim Flugzeug. Aber bevor ich die Frage stelle, wo Sie sich befinden, wer sind Sie? Es muss Ihnen jemand ziemlich hart auf den Schädel gehauen haben. Erinnern Sie sich an irgendwas, Mann? Ich bin es, Dave. Dave? Oh, wow, ja. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Sie sind mein, Co-Pilot, nicht wahr? Wo sind Sie? Ich wurde ins Freie geschleudert, als das Flugzeug auseinanderbrach. Ich landete irgendwo in einem Wald und ich wurde verbeult, aber an einem sicheren Ort. Ich werde okay sein, nachdem ich mich ein wenig erholt habe. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wieso ich noch am Leben bin. Also wir könnten jetzt sagen, gut, das Radio funktioniert noch, sodass wir in Reichweite bleiben sollten. Wie kann ich Sie finden? Oder? Warten Sie einen Moment. Es ist erforderlich, dass ich die Geschichte vollständig verstehe. Sie und ich flogen das Flugzeug, nicht wahr? Ja, ich war Ihr Co-Pilot. Wir befanden uns auf einem Testflug. Etwas, was mit einem Versuchsmonitor zu tun hatte. Es ist ein wenig verschwommen. Ich denke, dass wir etwas Wichtiges zu tun haben. Das Signal war am stärksten, solange ich in Richtung Süden ging. Ich denke also, dass Sie in den Norden kommen müssen, um mich zu finden. Okay, okay, ich komme. Ich werde gleich da sein. Warten Sie, warten Sie. Seien Sie nicht zu voreilig. Haben Sie die Arten an Monstern gesehen, die sich an diesem Ort befinden? Wenn Sie auf dem schnellsten Weg hierher kommen, werden Sie schneller gefressen werden, als Sie sagen können, nein, nein, bitte fressen Sie mich nicht. Also, um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass wir uns in Frankreich, Europa oder sogar auf der Erde befinden. Wir müssen herausfinden, was vor sich geht, wie man überlebt und wie wir danach wieder nach Hause kommen. Okay, was muss ich tun? Ich bin hier in Sicherheit, also tun Sie alles, damit Sie dort in Sicherheit sind. Besorgen Sie sich die Lieferungen, die Sie benötigen, aus den umliegenden Gebieten. Danach können wir damit beginnen, herauszufinden, wie wir uns treffen können. Okay, ein durchdachtes Vorhaben. Sehr gut. Okay, dann gehen Sie nach Norden. Wo ist denn Norden? Norden ist geradeaus. Oh oh, oh oh. Was bist du denn für ein Riesenviech?
Mein Gott, ich sehe außerdem nichts, ich kann die Kameraeinstellung leider nicht drehen. Sie haben es sicher in den Rumpf des Flugzeuges geschafft. Das Monster schlägt gnadenlos auf die Außenhülle, während sie im Cockpit kauern. Vor ihnen befindet sich eine Reihe von Schaltern, Drosseln und Tasten. Und es scheint so, als ob sich eine geringe Menge Sprit im Tank und Flüssigkeit in der Batterie befindet. Aktiviert das Fahrwerk, wackelt am Steuerhebel und den Pedalen, drückt die Zündung. Kaboom! Das unbeschädigte rechte Triebwerk dreht sich um. Etwas im Inneren explodiert mit Kraft, was die Tragfläche abtrennt, welches dem Monster ins Gesicht schlägt und den Gewinner so als Sieger erscheinen lässt. Sie sind in Sicherheit. Gute Arbeit. Es ist sicherlich weniger stressig, wer auf Monster einzuschlagen, wenn ich mich in irgendeiner Form von Rüstung befinde. Ich muss darüber nachdenken. Gromov, ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Ich habe etwas Erstaunliches erreicht, das wirklich alles für uns ändern könnte. Aber wie geht es Ihnen eigentlich? Was haben Sie vor? Gut. Ich habe gerade ein riesiges Monster bewusstlos geschlagen, während ich mich in unserem Flugzeug versteckte und diesem dann sowohl den Monster als auch die Trägerflächen ins Gesicht schlug. Lang anhaltende Stille. Das ist viel besser als mein Vorschlag. Ich begann lediglich damit, ein Feuer zu machen und einen Fisch zu kochen. Nun, egal. Gute Arbeit. Was werden Sie nun unternehmen? Ich hätte die Idee, mit dem Sammeln von Holz und Metall zu beginnen und festzustellen, ob ich mir keine Rüstung daraus fertigen kann, um sicher durch das monsterverseuchte Land in dieser Gegend zu wandern. Oder? Ich fasste den Entschluss, einige tolle Waffen zu machen, sodass ich den Schädel einer jeden Kreatur zerquetschen kann, die mich komisch ansieht. Warten Sie einen Moment. Was halten Sie davon, beide zu verwenden? Gepanzert und unverwundbar zu sein und zusätzlich über zerschmetternde Kräfte zu verfügen, das wäre erstaunlich. Sie bräuchten vor nichts mehr Angst zu haben. Sie könnten diese Monsterwelt zu Fuß durchqueren. Sagen Sie, dass ich recht habe? Lassen Sie mich sehen, ob ich einen sicheren Platz zum Sammeln der Materialien und für den Zusammenbau finden kann. Wenn nur ich wüsste, ja, wo es sicher wäre. Ich glaube, ich kenne das. Es gibt einige Obelisken auf dieser Welt, denen sich die Monster nicht nähern. Sie könnten sich also in ein ziemlich sicheres Gebiet für ihre Arbeit begeben. Ich glaube, ich sah einen nördlich von hier. Danke, Dave. Ich werde mich bald bei Ihnen melden. Ganz sicher. Ja, da haben wir das Viech aber ganz schön geil zur Strecke gebracht. Hä? Das war schon mal nicht verkehrt. Ja, jetzt gehen wir mal zu diesem Obelisk. Da waren wir auch schon kurz drin. Genau, jetzt sind wir quasi in Sicherheit. Ja, das ist der Ort, wo Dave uns davon erzählt hat, per Funk. Ja, wir sollen ein ein Goliath-Konstrukt bauen. Jetzt muss ich halt nur wissen, wo ich das baue. Hier schon mal nicht. Und da haben wir auch Kisten. Das heißt, es muss ja eigentlich schon mal jemand hier gewesen sein. Ja, okay, hier sehen wir die Karte. Experimente können wir auch durchführen. Ah ja. Vielleicht können wir das am Feuer bauen. Nein. Ich müsste halt gucken, wo ich das bauen kann. Ein Busch. Na, dann nehmen wir doch gleich mal mit. Dann haben wir hier so eine Leitung.
ein Schild. Wir haben ein Teleportationsgerät. Gatz. Mit dem weiß ich aber noch nicht umzugehen. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie wir so ein Ding bauen. Können wir damit vielleicht was machen? Ist es das hier, wo wir dann wieder klicken müssen? Dann will ich es aber... Wo will ich es denn hinhaben? Hier am liebsten. Geht das dann? Macht er was? Ah, hier. Dieses Goliath-Ding. Ah ja, okay, cool. Bauen. Okay, er hat es nicht dahingestellt, wo ich es gern gehabt hätte, aber okay. Ich nehme es nicht persönlich. Okay, und was können wir jetzt herstellen? Ein Goliath. Oh nein, wie cool! Eine Art Roboter quasi. Oh, das gefällt mir. Wir brauchen aber noch ganz viel Holz. Und zwar 8 Stück. Dann holen wir uns Holz. Für unseren Goliath. Das war aber wenig Holz, oder? Und was bringt der abgestorbene alte, tote Baum hier? Theoretisch ja mehr Holz, oder? Ja, so ein bisschen. Dann fällen wir doch mal ein bisschen und wir bekommen auch immer wieder Harz. Was natürlich sehr gut ist. Wir müssen natürlich auch aufpassen, es gibt noch weitere Monster. Und ich glaube, das sind schon wieder welche. Das schaut irgendwie gefährlich aus. Soll ich mal hingehen und wieder zurückrennen, wie so ein Weichei? Was ist das? Ah, oh, okay, doch, das ist eine Spinne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, geil, jetzt sitzt die da, ne? Aber ich kann die doch, glaube ich, erschießen, oder? Ach, tatsächlich, kann die wirklich erschießen. Huch. Ich glaube, ich habe auch unendlich Schuss. Kann das sein? Oh, jetzt kommen die nächste. Ach du Schande. Das sind zwei halt einfach mal. Okay, wir bringen einfach mal die Spinnen um. Hoffentlich war es das jetzt. Hat. Ich sehe keine andere mehr. Macht mir jetzt auch nichts. Geht es auch kaputt? Ich glaube, es hat keine Anzeige, ne? Ich glaube, das geht noch nicht kaputt. Aber da ist eine Truhe. Cool. Wir nehmen einfach mal alles. Und schließen. Und dann gehen wir ganz schnell wieder zurück, bevor noch wieder Spinnen kommen und sie Rache an uns nehmen. Haha. Ganz schnell zurückkommen. Okay, dann bauen wir jetzt, glaube ich, unseren ersten Goliath. Müsste gehen, ne? Ja. Ja. Cool. Wir haben unseren ersten Goliath gebaut. Oh, wie cool. Jetzt sind wir auch noch drin. Das ist aber toll. Okay, das ist jetzt der hölzerne Goliath. Ist ja klar, dass der aus Holz besteht, ne? Und er hat natürlich verschiedene Eigenschaften. Also der hölzerne Goliath ist die Beschreibung. Leichtgewichtiger und beweglicher Goliath aus umweltfreundlichen Materialien. Die Sondermaßnahmen: drücken Sie die Leertaste, um schnell in die ausgewählte Richtung zu rollen. Der Charakter überhitzt schnell bei höheren Temperaturen und kann Feuer fangen und Schaden erhalten. Regeneriert Schaden im Wasser oder hohe Luftfeuchtigkeit. Dann der Overdrive. Der Zähler füllt sich beim Laufen. Halten Sie die leichte Attacke, um den Overdrive zu aktivieren. Das Katapult.
werfen sie einen riesigen Felsblock und fügen allen im Umkreis Schaden zu. Diese Fähigkeit wird erst ab Level 4 entsperrt. Der Orkan Goliath dreht sich schnell, wodurch er Schäden an allen Gegnern um ihn herum verursacht. Schäden variieren je nach Waffe. Diese Fähigkeit wird bei Level 6 entsperrt. Dann haben wir noch die Naturgewalt. Der Goliath schlägt den Boden und sammelt die Kräfte der Natur, um alle Feinde im Umkreis zu erreichen. Diese Fähigkeit wird bei Level 17 entsperrt. Okay, das sind quasi die Eigenschaften von unserem. Und dann kommt schon eine neue Nachricht. Psst, Gromov, sind Sie das dort? Ich bin es wieder, Dave. Ich habe große Neuigkeiten. Hören Sie, Kumpel. Ich glaube nicht, dass wir uns auf der gleichen Welt befinden. Was? Was redest du denn da? Oder? Machen Sie gefälligst mit, Dave. Ich habe das schon vor längerer Zeit verstanden. Diese Welt besteht aus allen diesen Sammelsurium, sowie Menschen und Kreaturen, die von überall aus dem Universum hierher geholt wurden. Aber sie kleben nicht alle miteinander zusammen, wie ein Planet. Es ist, als ob sie aus Stücken bestehen, die alle ihren Umlauf um etwas im Zentrum nehmen. Wie jedoch können wir per Funk kommunizieren, wenn wir uns auf verschiedenen Stücken befinden, oder? Was befindet sich denn im Zentrum? Das ist es ja. Mit der Arbeitsweise dieser Umlaufbahn schwingen wir manchmal nahe zueinander. Und der Empfang ist gut. Und einige Male sind wir weit entfernt und der Empfang ist schlecht. Manchmal sind wir sogar komplett voneinander blockiert. Und wir sind nicht in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Ach, um Himmels Willen! Ich verbrachte all diese Zeit, um einen großen, gepanzerten, laufenden Roboter zu bauen. Und Sie sind noch nicht einmal auf der gleichen Welt. Oder? Ich wundere mich, warum Sie meine Anrufe nicht beantwortet haben. Wie Silberstreifen am Horizont, mein Freund. Sie kennen das Portal, das sich in der Nähe des schwarzen Obelisks in der Basis befindet, die Sie erstellt haben? Sie funktioniert nicht, nicht wahr? Nun, ich habe einige Versuche mit meinem hier gemacht und es braucht nur ein paar Dinge, damit es funktioniert. Einen Kristall, ein wenig Leim, sowie einen Stock. Selbst nur behilfsmäßig zusammengebracht, wie hier, wird es sie von Welt zu Welt bringen. Dann können wir damit beginnen, herauszufinden, wie wir uns treffen. Ja, ich weiß, wo sich diese Dinge befinden. Okay, ich muss mich sofort darum kümmern. Okay, das heißt, wir müssen dieses Teleportationsgerät irgendwie versuchen, wieder herzustellen. Das seht ihr aber leider in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann tut es mir gleich. Bildschirm aus und ab ins Bett. Gute Nacht, Gruß, eure Schlaflos. Tschüss!